Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich hier mitten im Busch stehe, beziehungsweise hocke, aber wir sind hier im Misstrauensgebiet und ich wollte da jetzt kein Risiko eingehen, dass ich hier Hast eventuell, du gehört? Entschuldigung, dass ich Ja, hier eventuell erwischt siehst du ja, werden Eivor. Ihr würde. drüben. Naja, erst die Zeit wird zeigen, ob das Feuer wieder entfacht wurde. Und nun erwartet meine Ehe den Hieb deines Richtschwerts. Wird es nicht komisch sein, diesen Ort zu verlassen? Du hast dein halbes Leben hier verbracht. Ja, aber was hält mich hier? Eine lieblose Ehe und die Grabügel zweier Kinder, die nie geatmet haben? Okay. Du klingst traurig. War deine Zeit hier immer schon tragisch? Es gab Tränen, aber auch große Leidenschaft. Liebe, Dummheiten, Reue. Doch geht es nicht jedem so? Die Besten zehrten davon. Was ist mit eurem Plan, der Entführung beim Luchnasad? Ist das ein christliches Fest? Ja, ein wundervoller Abend. Die Ernte wird gesegnet. Es gibt Früchte und Feuer. Es wird getrunken und getanzt. Zecher mit vernebelten Sinnen und glasigen Augen. Das ist gut für uns. Und was ist mit dem Schiff, das dich nach Hause bringt? Ich kenne das Richtige und der Schiffsführer ist voller Feuer. Komm, ich bringe dich zu ihm. Ja, solange mir nichts passiert, dieser Schiffsführer, wenn wir Wachen vorbei sind. Wer ist er? Nicht viel mehr als ein Bursche von 17 Jahren, voll jugendlichem Draufgängertum. Ein Sachse? Ein Däne, obwohl Edred euch Plünderer nennt. Er sagt, ihr wärt ihr, um Engerland auszurauben. Einige vielleicht. Doch ich kam, um ein Fleckchen Land zu besiedeln. Ich bin nicht wild darauf, in die Winter meiner Heimat Nordwege zurückzukehren. Nordwege? Oh, es muss wunderschön sein. Schroff und furchterregend. Und kalt, der gefrorene Norden. So kalt, dass das Licht am Himmel festfriert. Als Straße für die Walküre, die unsere gefallenen Krieger zu ihrem ewigen Festmahl bringt. Ein ewiges Festmahl ist ein schönes Ende. Hier scheinen aber keine Wachen zu sein, das ist gut. Kann ich dich anheuern? Ich habe lange darauf gewartet, jemand würdigen zu Kämpfer an meiner Seite, für die Beute, für den Ruhm. Wir sind ihr. Das ist ein Hurenhaus. Der Schiffsführer heißt Rolf, in meiner Sprache Rollo. Erzähle ihm von unserem neuen Plan und stimme jeder Belohnung zu, die er verlangt. Du wirst ihn überzeugen müssen, denn wir gingen nicht im Guten auseinander. Ich überzeuge ihn. Mit Worten oder mit Gewalt. Sei du nur bereit für mein Zeichen auf dem Luchnasad. Okay, ja, das ging jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag leider. Aber ich will ja noch die 10 Wikinger zusammen haben, die ich anheuern muss. Rolf! Ich glaube, der ist gerade beschäftigt. Bitte! Ich bin nur ein armer christlicher Bruder und habe nichts mehr zu geben! Jemand ist an der Tür! Oh, ist das die Hunnin, um die ich bat? Estrid schickt mich. Hat sie das? Als Abschiedsgeschenk für den Mann, der ihre Glocke zum Klingen brachte? Nein, ich bin hier, um dich zu holen. Kann das warten? Bringt den raus, der sich Rolf nennt. Die Männer des Königs haben ein paar Fragen an ihn. Nein, 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 nein. Einen Moment bitte. Tag, die Herren. Herein. Los, los! Hilf mir mal! Ihr verfluchten Dänen, öffnet die Tür! Raus, schnell! Folge mir! Okay. Wir haben dein Lager gefunden. Alle deine. Ach so. Sag doch, dass es die Gegner sind. Hallo. Kannst du dich mal. Hallo. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt gerade herkam, aber... Nein, ich will nicht untertauchen. Junge, wo müssen wir denn hin?
Ich soll mit dir sprechen? Achso, ich soll Estrid mit dir sprechen. Estrid hat nicht gelogen. Du hast Feuer. Und woher kennst du Estrid? Ich bin nur eine Freundin. Eivor vom Rabenclan. Der Melodie deiner Stimme nach ein Nordlicht. Dann musst du mir vergeben. Die Sachsen kannten mein Lager. Es war unbedacht von mir, meine Krieger zurückzulassen. Geh zu deinen Männern, wenn du musst. Sag mir nur, wo ich dich finden kann. Wir haben viel zu besprechen. Nordöstlich von hier an der Flussmündung. Folge mir oder komm, wenn du Zeit hast. Ja, ich würde sagen, ich folge dir. Ja, dann geh auch weiter. Los. Ja, schneller. Komm, ich weiß doch nicht, wohin. Achso, wir müssen jetzt reiten, nehme ich an. Okay. Sächsische Hunde! Rolf der Ungestüme? Ich zeig's euch! Bald bin ich Rolf der Kastrierer! Oder Rolf der Schreihals. Zügle deine Zunge. Hast du auch Ivar dem Knochenlosen seinen Namen gegeben? Ich hab am Lagerfeuer von seinen Taten gehört, aber den Namen habe ich nie verstanden. Er war schon der Knochenlose, als ich ihn traf. Ich weiß nur, dass seine Gebeine inzwischen verbrannt wurden. Und König Elfred? Kannst du dir ihren König auf dem Himmelsmantel vorstellen, den Tür unseren Ländern schickt? Er würde blau anlaufen, wie mein Vater, wenn der Met zu stark geraten war, sich in den Schnee kauern und an einen warmen Hund klammern. Bei all dem Gerede sehne ich mich nach den alten Zeiten, den guten alten Zeiten. Dass die auch nie vernünftig reiten können hier. Ei. Nö, ich habe jetzt keine Lust dazu. Was ist denn jetzt? Geht doch mal alle weg hier. Was ist denn jetzt mit dem Typen? Der wollte eigentlich mit mir reden und mich dahin bringen, so wie ich das verstanden habe. Ist er das? Ja. Dann lass uns mal weiterreiten hier. Schlimm, ehrlich. Hast du mir denn noch was zu sagen? Oder soll ich schon mal vorreiten zum, zum Endort hier? Ja, ich schätze, er möchte nicht mehr mit mir reden. Also würde ich jetzt mal glatt behaupten, dass wir einfach hier rausreiten. Ja, da will er auch hin. Dass wir jetzt hier rausreiten und dass ich euch gleich wieder hinzuschalte, wenn wir am Zielort angekommen sind. So, wir sind am Zielort. Jetzt ist die Frage, da er ja ein ganzes Stück hinter uns lief. Doch, er ist aber schon da. Warum sind meine Leute gefesselt? Es ist schlimmer als gedacht. Nee. So viele meiner Leute sind tot. Und der Rest geht sich an die Gurgel. Sie glauben, einer der Euren sei ein Verräter. Lok und Gerhild sind schon das ganze Jahr an meiner Seite. Ich zweifle nicht gern an ihnen, doch meine Leute wurden gefangen und mein Schiff ist fort. Wenn der Verräter noch lebt, schwebt ihr alle in Gefahr. Lass mich mit ihnen reden. Unschuldige haben nichts zu verbergen. Nun gut. Doch pass auf, dass dir Loki keine Lügen ins Ohr flüstert. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Gerhild, richtig? Ja, Rolfs eingeschworene Schildmaid. Ich habe ihm treu und redlich gedient. Wieso glaubst du, ich hätte ihn verraten? Na, ich glaube das im Moment noch nicht, aber... Du warst nicht hier, als die Sachsen angriffen. Ich habe gejagt. Es gibt viel Wild im Gehölz vor dem Lager und unsere Leute brauchen Fleisch. Was hast du gejagt? Hasen für Eintopf, Rolfs Leibspeise. Okay. Ist jetzt die Frage, ob es hier Hasen gibt? Wie stehst du zu Rolf? Ich habe ihm Treue geschworen, solange Englerland und diese fränkische Drude ihn nicht vom wahren Weg abbringen. Unser Volk hat Besseres verdient. Ich höre Neid. Auf Estrid oder auf Rolf? Du weißt gar nichts, Rabenschnabel. Ich sorge mich um meine dänischen Landsleute. Du findest hier keinen Verrat. Das reicht. Fürs Erste. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen also die redet auf jeden Fall schon mal ein bisschen komisch. Lok, ja? Wie lautet deine Geschichte? Ich soll dir was erzählen? Dann bring mir einen Krug Ale und wir reden untergleichen. Wenn nicht, kannst du hängen. Okay, er redet auch sehr feindselig. Wo warst du, als die Sachsen kamen? Auf der Hasenjagd, nicht wahr? Ich bin die Karotten und drüben so leid. Dann hörte ich Gerhild rufen und Hel ward entfesselt.
Er hat sie rufen hören. Hast du überhaupt irgendwas gesehen? Gerhild, die mit einem Sachsen sprach. Hab nichts gehört, doch es war nichts Gutes. So viel ist klar. Warum sollte ich dir glauben? Du könntest lügen, um deine Haut zu retten. Frag sie. Sie sagt, sie sei Rolf treu ergeben, aber ich kenne sie von klein auf. Sie war immer schon ehrgeizig und arglistig. Wie lange dient dein Schwert Rolf schon? Ich schwor seinem Vater einen Blutschwur. Wenn das heißt, dass ich ihm den Arsch abwische, bis ich sterbe, dann soll es so sein. Und wenn er stirbt, wäre dein Schwur erfüllt. Du musst des Kampfes müde sein. Eines Tages zeche ich in Odins Halle. Aber nicht mit der Schmach der Ehrlosigkeit an meinen Händen. Naja, es klingt irgendwie recht positiv. Das war alles für den Moment. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Gerhild, können wir nochmal reden? Lorg beschuldigt dich des Verrats. Er sah dich bei einem Sachsen. Lorg? Und du glaubst dieser alten Krähe? Seine Knochen sind morsch und sein Verstand verlässt ihn. Oder er wälzt sich in Eifersucht. Such dir was aus. Das ist aber jetzt keine gute Ausrede. Das reicht. Fürs Erste. Während du getrunken und gehurt hast, Rolf, griffen uns die Sachsen an. Und von den beiden fehlte jede Spur. Kann man mit ihm nochmal sprechen? Lorg. Nee. Das war alles für den Moment. Sie haben uns nicht verraten, Arke. Gerhild ist meine eingeschworene Schildmaid und Lorg hat schon meinem Vater gedient. Anscheinend haben die Sachsen nicht Rolfs ganze Gefolgschaft erwischt. Ich sollte mit beiden sprechen und sehen, ob ich im Umfeld des Lagers Hinweise finde. Ja. Vielleicht finde ich Beweise, um ihre Geschichten zu überprüfen. Das sieht nach einem guten Versteck aus, um das Ende des Angriffs der Sachsen abzuwarten. Okay. Hinten ist auch noch was. Es gibt keinen Grund zu jagen, wenn es genug Frischfleisch gibt. Womit die Story von ihr war es, glaube ich. Ja, sie sagte ja, meine ich, dass sie nicht mehr genug Essen haben. Und er hat nur gesagt, er war es total leid, immer irgendwas Spezielles zu essen. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, mit ihm können wir reden. Die Frage ist nur... Tut mir leid, Leute, aber ich brauche ein paar Pfeile mehr. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, ich schätze, das war's. Also, bei ihr habe ich irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Hast du dich schon entschieden? Nicht so wirklich. Gerhild sagt, sie hätte gejagt. Genau wie Lorg. Hasen. Sie jagt selten. Sie ist eine miserable Schützin, schon seit ihrer Kindheit. Deine Schildmaid ist eifersüchtig. Sie glaubt, du vernachlässigst dein Volk, wenn du mit dem Feind schläfst. Sie war immer schon ehrgeizig. Aber sie hat meine Führung akzeptiert. Bei ihrem Schild geschworen. Lorg sah sie mit einem Sachsen. Sie sagt, es wäre ihr Liebhaber. Und doch hat sie mich oft getadelt, wenn ich Estrid mit in mein Bett nahm. Ich hielt sie nicht für so eine Heuchlerin. Okay. Lorg sagte, er hätte gejagt. Aber euer Lager ist voll frischer Hasen. Warum sollte er lügen, wenn er nichts zu verbergen hat? Er ist seines Blutschwurs überdrüssig. Und wenn du stirbst, wäre er frei. Er ist alt und gebrechlich. Und er hat meinem Vater gut gedient. Ich hätte ihn ohne Blutvergießen entbunden. Ja, aber wie gesagt, er hat gesagt, weil er es leid ist, immer den gleichen Kram zu essen. Sie ist eine schlechte Schützin und geht wohl sonst nie auf die Jagd. Also. Hast du verlässliche Antworten gefunden? Hab ich. Keine Ahnung. Die Antwort wird schmerzen. Doch ich muss die Wahrheit wissen. Ja, also ich hoffe, dass ich es jetzt richtig wähle. Gerhild ist die Verräterin. Nein, das ist nicht wahr! Rolf, ich bitte dich! Oh yeah.
Ein schändlicher Tod auf blutigem sächsischem Boden. Beide hatten Gründe, ihren Jarl zu verraten. Doch nur einer war so kaltherzig, es zu tun. Ich hoffe, du hast gut gewählt. Es geht auch um einen Sitz in meiner Halle. Für Eidbrecher gibt es kein Festmahl in Valhall. Sie war schon immer eifersüchtig und nörgelte über jede meiner Entscheidungen. Hier können wir nichts mehr tun, doch deine Krieger könnten noch am Leben sein. Und wenn sie frei sind, brauche ich deine Hilfe. Es gibt ein Sachsenlager mit einem Steg im Hafen von Walton. Vielleicht wurden sie dorthin gebracht. Ich wusste schon immer, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Erspare mir deine verdrießlichen Worte. Mein Herz ist zerrissen. Geh und mach dich nützlich. Ich höre von einem sichereren Ort als diesem, südlich von Colancaster. Ja, also ich kann wirklich nur... Es tut mir leid, dass deine Leute leiden, Rolf. Danke, Eivor. Ich habe viel nachzudenken auf unserer Reise. Ich lass dich mit den Gedanken allein. Genau, wir wollen nämlich eigentlich weiter. Ja, ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ich weiß ja nicht, was jetzt passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Dementsprechend... Ja, kann ich halt nur vermuten, hoffen, bangen. Ja, jetzt ist der natürlich wieder weg. Naja, komm. Ich brauche, glaube ich, noch ein Hirschgeweih, aber ist nicht so wichtig. Wahrscheinlich wäre es jetzt genauso gelaufen, wenn ich jetzt jemand anderen beschuldigt hätte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, schauen wir mal. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Gold haben wir da auch noch. Das ist gut und schlecht, weil dann wird die Folge wahrscheinlich doch wieder ein bisschen länger dauern. Weil ich das natürlich auch gerne hätte. So, den Schlüssel müssen wir auf jeden Fall holen. Ich gehe davon aus, dass wir das sonst nicht öffnen können. Aber sieht jetzt nicht so aus, als ob die da jetzt irgendwie ein Riesenlager haben mit vielen Leuten drin. Oh, da ist aber schon jemand. Ach, ist er das jetzt? Ja, sieht so aus. Ein halbnackter Kerl, das kann eigentlich nur er sein. Kommst du mit? Na, jetzt ändere doch nicht immer die Perspektive hier. Der guckt mich auch direkt an, ne? Ich muss mich in Acht nehmen. Du hast mich nicht gesehen. Ja, komm. Komm. Leute. Ich werde jetzt wahrscheinlich eh gleich so da reinlaufen, aber die ersten möchte ich dann schon schon noch schnell so erledigen. In welche Richtung gucken die denn? Na komm. Stirbst jetzt. Das sagen sie irgendwie alle. Du entkommst mir nicht so einfach. Zeit. Bleib stehen und still. Na gut. Also, nicht die Sache mit dem Sterben, sondern... Och, jetzt ist der da schon reingelaufen. Na gut. Machen wir es so. Hallo, geht das noch? Ich war den gerade am Angreifen hier. Rolfs Männer. Eingepfercht wie Hennen.
Ja, eingefecht wie hin. Da hinten war der Schlüssel. Was war das denn gerade? Seid achtsam, wir schaffen das! Wir schaffen das, ja. Diesen Spruch habe ich schon mal gehört und das war die Pest in Person. Okay. Die Frage ist. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Die Frage ist, komme ich da so rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Dachte ich mir jetzt schon. Nein, 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 nicht darunter. Was war das gerade? Hallo? Kann ich da hochspringen? So, perfekt. Du hast den Schlüssel nicht, nehme ich mal an. Nein, du sollst da runtergehen. Ja, dann spring einfach runter. Ist mir auch egal. Hä? Sieh mal nach, Sühnen. Moment, hier ist doch der Schlüssel. Der ist aber ganz oben, soll der gewesen sein. Nee, Schlüssel aufnehmen. Ach, ich bin auch so blind manchmal, ehrlich. So, Schlüssel vom Lagerhaus. Ach so, das ist gar nicht der für die Gefangenen oder was. Na toll. Sag mal, nicht schlafen, wir müssen deine Jungs hier befreien. Komm mit. So, raus hier. Wir haben noch eine Aufgabe. Ach, da sind noch andere. Ach so. Moment. Da sind auch noch welche. Die habe ich gar nicht gesehen. Jungs. Tut mir leid, kommt mit. Die sind schon alle tot. Bei dir kann ich auch nichts mehr plündern. Okay, schade. Ist natürlich sehr nett, ne? Eigentlich wollten wir die Leute ja holen. Hier ist noch das Gold drin. Dafür müsste ich rein theoretisch den Schlüssel gestohlen haben. Also nehmen wir das natürlich mit. Ja. Okay. Ah, hier. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Nein! Ist der Schlüssel nicht dafür? Verarsch mich nicht. Oh, ist das dein Ernst? Das war jetzt so nicht geplant. Ja. Aber hier ist ein Eingang. Das ist gut. Okay. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Ist gut. Dein Ernst jetzt? Du hast doch gerade noch nicht gebrannt. Können wir hier irgendwas damit machen? Nö, ne? Tja. Ist denn hier noch ein Schlüssel? Zeig es mir. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Deutliche Anweisungen. Ölmanufaktur. Okay, vergisst nicht die Zündschnur. Auch nicht schlecht. Haben wir den hierfür gestohlen? Ah, okay. Dann nehmen wir doch hier die Sachen mit. Natürlich wieder ein Kupfernickelbarren. Ich hätte mich anfangs so sehr darüber gefreut, aber mittlerweile... Achso. Mittlerweile nicht mehr so wirklich. Ja. Kommen wir denn da rein? Oh. Ach. Ja, wir kommen da rein. Och, ich bin noch so ein blinden Fisch.
Okay. Ja, komm. Spring. Geh da rein. Ava? Ja, kein Thema. Du solltest... Hallo, was war denn das jetzt gerade? Hallo, du sollst da rein. Also, sorry, aber da muss ich mal eben ein Bild von machen. Das ist irgendwie, ja. Das ist ein geiler Bug, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite käme ich theoretisch auch noch rein. Jetzt weiß ich nicht. Ich könnte es mal probieren, ob ich da vernünftig reinkomme. Oder ob ich da nicht reinkomme. Von der Seite. Wenn das da natürlich auch wieder verbuggt ist, dann wäre das Mist. Komm, geh hoch. Ja. Nein. 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 Sag mal, Ava. Was machst du denn hier? Jetzt rein. Los. Nein. Oh, Mann. Ist das wieder... Mann. Was tut man nicht alles, ne? So. Wo ist jetzt meine Beute? Da. Kupfernickelbarre. Nein, noch nicht mal. Aber Leder und Eisenerz sind auf jeden Fall super. Das ist absolut okay. Sorge im Lager für Ordnung. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Sind hier noch Gegner? Oder soll ich hier aufräumen? Soll ich mir immer eben durchfegen oder so? Naja, aber es sieht aus, als ob da oben noch irgendwo Gegner sind. Hört sich so an, sieht so aus, wie auch immer. Da unten liegt noch einer. Wieso liegt der denn da rum? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Ist da irgendwas drin? Was Schönes? Ja. Guck mal hier natürlich auch mal nach. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, das war ein Gegner, aber wir gehen erstmal eben hier rein. So. Da haben wir auch noch was. Da ist noch ein Brief. Auch immer gut. Deutliche Anweisung. Ist die gleiche Anweisung wie hinten. Ist das jetzt hier vorne drin? Ja, ist das hier vorne drin? Okay. Kann man das auch irgendwie kaputt schlagen? Oder? Hallo? Anscheinend nicht. Dann mache ich so. Ja, komm. Ja? Perfekt. Dauert ein bisschen, bis man hier drin ist, aber okay. So, Moment. Dann jetzt noch schnell was essen. Irgendwo war hier noch ein Gegner. Ja, geh raus, los. Ah, da! Komm her. So. Ja. Ich könnte jetzt wie die anderen rausgehen, aber wenn die schon sagen, ich soll hier für Ordnung sorgen, muss doch noch irgendwo einer sein. Ich muss sehen, was du siehst. Na, ihr Säcke, wo habt ihr euch denn schon wieder versteckt? Soll ich hier vielleicht was anzünden? Was hochjagen oder so? Okay. Rolfs Männer sind frei. Jetzt können wir über die Entführung sprechen. So, aber wo sind die jetzt? Hä? Hallo? Dein Axtarm ist sehr stark. Zweifle nie an mir, Rabennäherin, so wie die sächsischen Knechte. Ja, deine Wollust hat dich blind gemacht. Das auch, ja. Du hast deinen Leuten die Treue gehalten. Mach weiter so und dein Name und deine Taten verbreiten sich nah und fern. Ein guter Rat, denn das ist mein größter Wunsch. Wenn dir dein Ruf wichtig ist, dann hilf mir. Ich habe einen Auftrag, nachdem dein Name in allen Langhäusern besungen wird. Oh, erzähl. Ich brauche jemanden mit einem schnellen Wellenross in gutem Zustand, um Lady Estrid über das Meer ins Frankenreich zu bringen. Noch eine Entführungsschwindel. Estrid ist unerschütterlich.
Nun gut, mögen zwei triumphieren, wo einer scheiterte. Du musst voll und ganz bei der Sache sein. Egal, was du für Estrid empfindest. Wir hatten unsere gemeinsame Zeit. Das ist vorbei. Ich enttäusche weder dich noch sie. Wir treffen uns mit deinen Leuten vor Colincaster, in der Nacht des Luchnasat. Das werden wir tun. Es ist übrigens sehr interessant, wie wir gerade oben rausgegangen sind und plötzlich hier unten mit ihm gesprochen haben. Aber okay. Haben wir noch einen Levelaufstieg? Perfekt. Wunderbar. Ja, die zwei Punkte, die werde ich dann offline allerdings reinsetzen, weil, ja, wir haben ja nicht mehr allzu viel. Wir haben ja jetzt sämtliche Bäume freigeschaltet und im Endeffekt sind das nur noch so Kleinigkeiten mit den Punkten, deswegen mache ich das in der Regel immer offline. Ja, ist alles etwas anders gelaufen, als ich es jetzt gedacht hatte, aber das passiert ja öfter mal hier bei Assassin's Creed Valhalla oder generell bei dieser Serie. Nichtsdestotrotz schaue ich auf die Uhr und würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen dann ja, die Entführung, die vielleicht gut geht, aber vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.